method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot sign that gasp the last house. While we the metaphors, we over minds, they glass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute eine weitere Boruto-Theorie. Und es geht mal wieder um das Gottesmal, wie ich es in der letzten Theorie genannt habe. Falls ihr die letzte Theorie von mir nicht gesehen habt, ich werde die in der Beschreibung verlinken, weil ich glaube, das wäre besser, wenn man das zuerst anguckt und dann hier drauf skippt und so weiter. Ja, okay, gut. Kommen wir einfach zur Theorie. Was will ich hier ansprechen? Nämlich geht's um den Gott, von dem Kawaki halt das Gottesmal bekommen hat. Und ja, wir wissen nichts von diesem Gott und wir haben auch nur eine Silhouette von ihm gesehen. Also ich gehe davon aus, dass es der ist. Manche fragen sich jetzt bestimmt, was meine ich mit Silhouette? Wo soll man so eine Silhouette gesehen haben und so weiter, weil das nirgendwo im Manga war, im Buch und so. Aber wir haben ihn in Naruto Shippuden schon gesehen und zwar in der Story von Kaguya und so weiter. Weil ich habe mir vorgestern habe ich mir die Folgen wieder angeguckt. Und ich habe dann einfach diese Szene gesehen, die ich hier gerade die ganze Zeit einblenden gelassen habe oder die jetzt gerade eingeblendet wird und so weiter. Und da sieht man halt Momoshiki, Kinshiki und den anderen Links. Ich nenne ihn einfach mal Random Shiki. Ja, und ich bin da irgendwie auf komische Gedanken gekommen, weil immer wenn ich sowas sehe, denke ich mir voll viele Sachen aus und komme immer auf komische Gedanken und so weiter. Und da frage ich erstmal andere nach, ob ich sowas irgendwie ins Video bringen könnte und so, weil meine Gedanken echt extrem komisch sind meistens. Auf jeden Fall, wir sehen Momoshiki ganz vorne, hinter ihm Kinshiki und links hinter Momoshiki sehen wir noch den Random Shiki. Und auf jeden Fall, wie wäre es, wenn Momoshiki halt der Anführer oder so, der höherrangige oder irgendwas höherrangiges halt so von den anderen beiden hinter ihm sind, weil Kinshiki war ja mehr so ein Untergebener von Momoshiki und wie wär's, wenn der Random Shiki das auch wäre, weil dann würde das in dem Bild etwas mehr Sinn ergeben, dass Momoshiki vorne ist und Kinshiki dabei ist, weil Kinshiki hat jetzt keine einzelne Rolle gespielt und so weiter. Aber wie wäre es dann, dass der Random Shiki halt irgendwie seine eigene Macht erreichen will oder haben will, anstatt Momoshiki zu helfen, ihm diese Macht zu verleihen, weil Kaguya hatte da auch in dieser Szene gesagt, ja, sie kommen mich bald holen und sie kommen auf die Erde oder die kommen generell irgendwann und wollen einfach nur die Macht haben. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Momoshiki halt dann so derjenige ist, der die Macht halt auch haben wollte, deswegen auch auf die Erde kam und so weiter. Und wie wäre es halt, dass der Random Shiki, genau wie Momoshiki Boruto ausgewählt hat, einfach Kawaki ausgewählt hat mit dem Mal. Weil dann könnte man das irgendwie so verknüpfen, warum Boruto und Kawaki auch in den ersten Seiten gekämpft haben, so. Dass halt Kawaki so der Untergebene oder halt der mit der Macht von Random Shiki ist, gegen die Macht von Momoshiki kämpft, weil irgendwie ergibt das Sinn, finde ich. Ich weiß nicht, ob man gut mitkommt bei dem, was ich hier sage. Ich hoffe, man versteht es. Auf jeden Fall, Kawaki hat das Mal von den Random Shiki, davon gehe ich mal aus. Und Boruto hatte ja das Mal von Momoshiki bekommen. Und das würde halt irgendwie gut passen, wenn die halt gegeneinander kämpfen. Und ja, ich frag mich, warum das irgendwie kaum jemand davor eingefallen ist. Und noch eine Sache, die Folgen sind keine Filler, weil viele denken irgendwie, dass es auch Filler wären. Die wurden auch früher, glaube ich, als Filler angezeigt, aber das sind keine Filler. Ja, gut. Das wär's dann damit. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. Halt nur, wie gesagt, der Random Shiki will die Macht für sich selber haben und die nicht Momoshiki geben. Deswegen ist er seinen eigenen Weg gegangen oder hat Momoshiki halt verraten und hat dann Kawaki ausgewählt, genauso wie Momoshiki Boruto ausgewählt hat. Okay, genug der Wiederholungen. Ich glaube, jetzt dürfte man das einigermaßen verstanden haben. Auf jeden Fall war es das dann mit dem Video und ich verabschiede mich dann auf wieder mit. Schreib dein Kommentar hinein.